Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Kommen wir heute zu einem Thema, auf das Sie vielleicht bereits schon gewartet haben. Und zwar, wie verändere ich meine Webseite? Wir konzentrieren uns dabei auf das, was out of the box mit SharePoint möglich ist. Da SharePoint auch sehr mächtig ist und es sehr viele Dinge gibt, die ich bearbeiten kann, möchte ich diese Videos wieder unterteilen. Was wir uns heute anschauen, ist, wie wir die Farbgebung verändern, wie wir eine neue Kopfzeile erstellen. Und dann möchte ich noch so ein bisschen zeigen, so die grundlegenden Funktionen, die Sie da im SharePoint haben. Als erstes gehen wir mal auf die SharePoint-Seite drauf und Sie sehen, dass ich hier noch das Standard-Layout drin enthalten habe. Das, was jetzt ganz wichtig ist, Sie sehen ja hier, dass wir einzelne Seiten haben, Kontaktseite, Seitenübersicht und die Mitgliederanmeldung. Und das sollten Sie sich einfach noch merken. Ich gehe jetzt hier wieder raus, gehe jetzt auf die Administration und wir fangen jetzt an, unsere Webseite zu bearbeiten. Grundsätzlich, wer sich mit SharePoint etwas mehr auskennt, sind Team-Webseite und Webseite gehören zu einer Website-Collection und je nachdem, um welche Bereiche ich jetzt mit welchen Bereichen ich arbeite, habe ich unterschiedliche Webseiten-Aktionen zur Verfügung. Ich konzentriere mich jetzt hier auf die Webseite. Und wir wechseln jetzt, Sie sehen hier oben, wer Office 2007 hat. Ab Office 2007 haben wir ja das sogenannte Menüband und wir haben die Registerkarten. Und auch SharePoint kommt hier jetzt 2010 mit dieser Menüband und mit den Registerkarten daher. Sie sehen, es sind einige Sachen ausgeblendet. Ich habe noch keine Seite angewählt. Je nachdem, welche Berechtigung Sie haben, können Sie eben Dinge mit dieser Seite machen oder auch nicht. Auch hier sehen Sie jetzt, dass wir diese einzelnen Seiten hier haben und wir können jede einzelne Seite jetzt bearbeiten. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir auf die Startseite gehen, zu der Navigation. Hier links haben Sie verschiedene Bereiche von SharePoint, verschiedene Elemente. Einmal eben diese Seiten, die Sie hier bearbeiten. Dann haben wir hier eine Bilderbibliothek. Hier können Sie Bilder hochladen und die dann auch verwenden. Dann gibt es Dokumente. Sie können hier Dokumente hochladen und auch diese dann für Ihre Webseiten verwenden. Und wenn Sie eine Webseite besonders gelungen finden und die auch häufiger verwenden möchten, dann können Sie die als Vorlage speichern. Nehmen wir mal an, Sie haben Produkte und diese Produkte werden immer mal wieder ausgetauscht und Sie möchten dann nur eigentlich ein Bild und den Text so ein bisschen verändern, dann können Sie sich Ihre Standardproduktseite praktisch speichern und dann diese Vorlage wieder verwenden. Gut, gehen wir zurück auf die Webseiten. Ich wähle hier wieder die Startseite an und Sie sehen, er wechselt auch automatisch jetzt auf die Seitengeschichte. Und dann möchte ich Ihnen noch einen ganz spannenden Punkt zeigen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel. Den Designer einladen. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, dass Sie einen Menschen, der sich gut mit SharePoint, Webseiten, Design auskennt, einzuladen. Und der kann dann für Sie auch diese Gestaltung der Webseite vornehmen. Finde ich eine tolle Sache. Gut, gehen wir auf Bearbeiten. Und jetzt sehen Sie schon, ich habe Menüpunkte, Registerkarten hinzubekommen, dieses übliche Datei, was Sie vielleicht auch schon aus Office-Produkten können, die Startseite, das sieht ja sehr Word-ähnlich aus, einfügen, hängt natürlich jetzt ab davon, dass wir ja hier auf einer Webseite drin sind, im SharePoint und entwerfen. Hier geht es um die ganze Gestaltung von dieser Webseite. Auch hier noch ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich mit Cascading Style Sheets auskennen, dann können Sie auch neben dem Standard CSS, können Sie auch einen eigenen CSS-Code erstellen.
Dafür müssen Sie sich natürlich mit der Programmierung auskennen von Cascading Style Sheets. Was alles möglich ist, hängt ein bisschen auch von dem Plan ab, den Sie haben. Wir sind ja hier im P1-Plan. Schauen Sie also gegebenenfalls in den Developer Guide von SharePoint Online nach, bevor Sie hier viel Gehirnschmalz reinstecken und dann auf einmal feststellen, oh, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Wir wollen es ja out of the box machen. Das heißt, ich möchte gerne mit den Dingen arbeiten, die ich zur Verfügung habe. Ich habe einen Blog, wo ich immer wieder ein-, zweimal im Monat Themen reinstelle für meine E-Books. Und ich möchte von der Farbgebung her in dieser Farbgebung drin bleiben, aber natürlich nicht so stylisch, weil hier geht es mir darum, als Autor meine ganzen Bücher darzustellen, also mich zu präsentieren, Presse mit Material zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch den Kunden die Möglichkeit zu bieten, direkt hier zu kaufen. Das werden wir sehen, was alles sich mit SharePoint Online so machen lässt. Damit ich in der Farbgebung hier drin bin, wähle ich jetzt einfach aus. Sie haben hier so Designs, vorgegebene Farbschemata. Das kennen Sie vielleicht auch aus den Office-Produkten, im PowerPoint, Word. Haben Sie das ja und auch Excel haben Sie dieses vorliegen. Und Sie können sich entscheiden, mit welchen Farben Sie arbeiten und können diese Farben dann auch noch anpassen. Ich wähle das jetzt aus. Und wechsle hier auf diese Farbgebung. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist, dass diese Navigationspunkte, dass die in hell dargestellt werden. Das finde ich unschön von der Lesbarkeit her. Und wechsle bei dem benutzerdefinierten Farbschema jetzt bei der Navigation auf den Schaltflächentext und wähle für den Schaltflächentext jetzt die Farbe Schwarz aus. Sage okay. Und Sie sehen, dass wir das schon mal haben. So, das nächste, was ich jetzt verändern will, ist dieses Foto. Und wir haben hier Designvorlagen. Das heißt, ich habe hier schon Bilder zur Verfügung gestellt, die Microsoft Ihnen in Office 365 zur Verfügung stellt und die Sie auch wirklich verwenden dürfen und verwenden können. Nehmen wir mal hier dieses Bild. Sie sehen, das würde dann eingefügt werden und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich auf das Design wechsle. So, ich möchte aber jetzt ein eigenes Bild hochladen, das ich mir auf, hier schon hochgeladen hatte, nämlich meinen Sonnenuntergang vom Züricher See. Und den lade ich jetzt hier rein. So. Das, was mir jetzt auch noch nicht so ganz gefällt, ich möchte gerne diese Überschrift, diese Formatvorlage, wie diese Kopfzeile ist, die möchte ich auch gerne noch ändern. Dafür wechsle ich jetzt das Farbschema, also das Design von der Kopfzeile. Ich möchte mehr etwas, etwas, was meiner romantischen, schreibe ja Romane, also soll das so ein bisschen eher romantisch sein. Und das, was in diese Richtung hier reingeht, sind hier so weiche Wellenvorgänge. Und das gefällt mir jetzt schon viel besser. Ich gehe jetzt in den Text hinein und gebe jetzt zwei Texte ein. Oben gehe ich jetzt als Text ein, worum es überhaupt, also was ist der Titel von dieser Webseite? Hier möchte ich eben E-Books von Kerstin Rachfall anbieten. Und das Motto von dieser Webseite, romantische Unterhaltung für Ihren Kindle. Okay, jetzt schaue ich mir mal an, wie das aussieht. Was mir jetzt nicht so ganz gefällt, ist die Farbe von diesem Text. Sie sehen, wenn ich das jetzt hier anwähle, dann ändert er auch das gleich. Ich möchte das vielleicht auch noch ein bisschen fetter haben. Ich möchte es eigentlich auch nicht in Areal haben, sondern jetzt schaue ich mal mir dieses hier an. Mache es auch ein bisschen größer auf 24. Mal sehen, was passiert. Wähle hier auch die gleiche Schriftart. Das ist das eine. Dann die Farbe. Was fände ich denn da gut? So was Sandfarbenes? Weiß ich nicht. Probiere ich jetzt einfach mal aus, was passiert.
Ja, doch, das gefällt mir eigentlich schon besser. Vielleicht sogar ins Orange gehen da rein. Schauen wir mal hier. Dunkelgold. Dunkelorange. Gehen wir mal hier rein in das Dunkelorange und wählen hier dann auch die gleiche Farbe. Dunkelorange war das. Okay. Ja, das ist ein bisschen jetzt zu dunkel, sehe ich hier gerade. Also nochmal ändern. Gehe ich ein bisschen in das Hellere rein. Und das ist jetzt so. Hoppla, jetzt bin ich wieder drin. Das ist jetzt so das, wie es mir gefällt. Was ich jetzt noch ganz gut fände, wäre vielleicht, wenn ich auch in diesem Text doch auch auf dieses Dunkelorange gehe, weil das dann sehr ähnlich ist zu der Titelzeile. Also gehe ich jetzt hier in den Schaltflächen Text und wähle auch hier das Dunkelorange aus. Sage okay. Okay. Und was jetzt doof ist, ist, dass dieses das nicht sehr schön sich abhebt von diesem dunklen Hintergrund. Dafür ist einfach dieser Hintergrund jetzt nicht kontrastreich, also hat nicht so viele Kontraste. Also gehe ich jetzt nochmal zurück auf das benutzerdefinierte Farbfläche, gehe jetzt hier auf diese Schaltfläche und muss hier jetzt so ein Braun finden, das eben dieser Titelleiste oben ähnlich ist. Wenn ich nicht weiß, ich kann auch hier auf mehr Farben gehen und kann hier dann in diesen Bereichen rübergehen oder kann auch den Hexadezimalwert von dieser Farbe dann wählen. Also ich gehe jetzt hier noch mal so ein bisschen mehr so in Braun rein. Okay, mal schauen, wie das aussieht. Aber das, was jetzt immer noch ist, ist, dass wir hier die Sicht, also dass die Schrift dann noch zu dunkel ist in dem Fall. Und jetzt wähle ich doch die Schaltfläche. Nochmal weniger Farben, gehe ich jetzt nochmal hier drauf zurück und wähle die auf heller. Okay, das ist jetzt erstmal der Punkt, so wie ich zufrieden bin, wie es mir gefällt. Und Sie sehen also, es lässt sich unheimlich viel machen. Und Ihnen muss natürlich das, was ich jetzt hier gemacht habe, nicht gefallen. Sie sollen ja sich selbst kreativ auslassen und entsprechend diese Dinge dann anpassen. Sie sahen einen Videocast der Rachfahl IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.